Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier in unserem beschaulichen Falkental, wo wir gemeinsam auf unsere neue Schusterwerkstatt schauen, die hier neu entstanden ist. Jetzt ist auch hinter der Schusterwerkstatt das Plumpsklo gut versteckt. Das ist doch in Ordnung. Wir sehen, da werden Waren auch transportiert im Hintergrund. Ja, hier können wir jetzt selber aus Leder eben uns entsprechend Schuhe herstellen lassen. Und dann ist aber natürlich die Frage, ja, sollten wir dann Leder auch noch ausführen? Am Ende des Tages, wir sehen, hier wird auch Leder geholt. Die bringen jetzt Leder hierher. Sehr schön, müsste dann eigentlich, vielleicht war das schon mit einberechnet, sonst müsste es ja eigentlich hoch springen. Ja, genau, jetzt sind es 4 Leder. Sehr schön, das heißt, hier werden entsprechend Schuhe gefertigt. Ich würde sagen, vielleicht für den Moment, wir haben ja ohnehin beim Leder auch eingestellt, wie viel haben wir denn momentan? 17. Schuhe haben wir noch keine, da wird wahrscheinlich jetzt produziert. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal so stehen. Wir haben beim Leder ja ohnehin, hier bei den Handelsmaterialien finden wir es. Oh, und es wurde wieder ein Banditenlager entdeckt, das ist ja fast schön. Haben wir gesagt, dass wir erst ab 20 Leder verkaufen. Und es wurde wieder eine Armee eines anderen Herrschers auch gesichtet. Okay, hier ist das Banditenlager. Das ist gar nicht so weit weg, das ist doch schön. Und die gegnerische Armee ist hier. Ah, jetzt sehen wir auch das Gebiet, was er geclaimt hat. Hier Waldbrand, das war das Gebiet zuletzt. Oh, das ist schon direkt bei uns dran. Silber. Können wir ihm das schicken? Erklärung. War Surprise? Nee, eher nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Aktuelle Beziehung gibt es auch noch nicht. Okay, gut. Aber es gibt ein weiteres Banditenlager. Und ja, das ist eine schöne Sache. Wir schauen mal, wahrscheinlich 18 sind immer irgendwie so um die 18 Soldaten. Und ja, wenn wir jetzt mal auf unser Gefolge schauen, das Verhältnis 2 zu 1, ja, ist noch nicht ganz so optimal, aber können wir das wagen, nur mit unserem Gefolge loszumarschieren? Jetzt haben wir den Mai. Vielleicht müssten wir noch einmal steuern. Hier erheben in der Wechsel auf den Juni, um dann noch einmal entsprechend unsere Armee aufstärken zu können, verbessern zu können, und dann denke ich, können wir auch selbst nochmal marschieren. Ich finde die Musik schon wieder irgendwie sehr laut. Ja, okay, in dem Moment geht sie aus. Kleinen Moment mal eben. Ist wahrscheinlich auch irgendwie immer so ein bisschen songabhängig. Okay, also wir warten jetzt auf den Juni in der Hoffnung, dass jetzt nicht der Gegner uns hier das wieder wegschnappt. Können wir irgendwo sehen, wohin er marschiert? Er zieht auch irgendwie dahin, aber naja. Ich meine, wir haben ja schon 500 Einfluss, ne? Können wir nicht einfach... Was ist denn das für ein Gebiet hier? Hätten wir nochmal Lehm. Das ist gar nicht so spannend, ehrlicherweise. Eisen, üppiges Tiervorkommen. Nochmal Felssteine. Frag mich gerade, wie genau wir ein Gebiet claimen. Wie wir das selber machen können. Hin und her wechseln können wir hier nicht. Naja, ist vielleicht auch noch nicht an der Zeit, aber ich will natürlich nicht, dass er hier irgendwie alles in Anspruch nimmt. Nun denn, okay. Wir bleiben aber erst einmal hier, haben selbst bei uns viel zu tun. Schauen mal, ob wir... Nee, wir haben immer noch keine Schuhe da. Okay. Wir können aber nochmal einen anderen Blick werfen, und zwar hier auf unsere Steine. Da sind nur noch 6 da. Okay, das heißt, wenn die abgebaut sind, hier sehen wir, liegen nur noch ein paar rum, dann können wir die Familie hier abziehen und etwas anderes machen, auch an der Stelle.
Wie sieht's aus mit unseren Flügearbeiten? Ja. 62%. Boah, ob wir hier überhaupt noch die Chance haben, irgendwie was zu ernten, müssen wir mal schauen. Ja, es sind keine Familien für die Ochsen zugewiesen. Das ist uns durchaus bekannt. Naja, und wir dürfen natürlich auch die Räuber nicht vergessen, die uns hier noch näher kommen. Ja, ich denke, wir warten auf den Juni, dann warten wir auf eine weitere Familie, die sich dann erstmal um Bauarbeiten kümmern kann. Die Gerbereifamilie arbeitet auf dem Markt. Hier wäre vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, wo die wohnen. Okay, die wohnen hier. Ah ja, die haben schon die Ziegen, alles klar, genau. Na gut, die haben natürlich dann gut zu tun mit den Ziegen, mit der Gerberei und mit dem Marktstand. Den würde ich eigentlich gar nichts weiteres mehr ans Bein binden wollen. Ich möchte jetzt eigentlich auch nichts ausgeben, bevor die Grundsteuer erhoben worden ist. Das ist ja immer auch hiervon abhängig. Ansonsten die Vorräte sehen gut aus. Auch das Fleisch, die Beeren, die Eier. Eier wäre auch noch so eine Sache, die wir ein bisschen mehr machen könnten bei Gelegenheit. Mal schauen. Ich denke, was wir ansonsten planen können, ist auf jeden Fall, wenn wir daran denken, auch die Kirche zu erweitern, sind ja noch unsere Ziegel. Wir haben ja die Abbaugrube schon gebaut, aber was wir auch brauchen, ist hier bei der Industrie dann der Brennofen. Und ich denke, der ist eigentlich ganz gut hier platziert. Hinten ist die Lehmverarbeitung, hier ist der Brennofen. Schauen wir mal, dass wir ihn hier ranstellen. 2 Holz, 5 Stein. Es wird uns natürlich gleich gesagt werden, dass wir keine Familie haben, die das bauen kann. Aber das ist dann auch erstmal so. Das wird dann die Familie machen, die dann hoffentlich im Juni hier zuziehen wird. Hier wird weiter gepflanzt, das ist auch gut. Die Beeren wachsen. Wie steht es um die Kräuter? Okay, Kräuter sehe ich irgendwie noch keine. Sind die sonst auch unter Lebensmitteln zu finden? Nein, nicht wirklich. Hier wird auf jeden Fall schon mal Bauholz gebracht. So, wir gucken mal auf die gegnerische Armee. Ja, die wollen schon hier hin, ne? Die wollen schon zu den Banditen, aber das wollen wir nicht. Ah, hier, Nusslohe. Okay, wir bräuchten 1000 Einfluss, um das zu beanspruchen. Das wäre ja schon mal ganz gut, oder? Das zu beanspruchen, damit er uns das hier nicht wegnehmen kann. Wenn wir das... Okay, da er das schon hat, brauchen wir vermutlich 2000. Aber Nusslohe zu beanspruchen, das wäre ganz gut, um uns hier irgendwie abzusichern und das Gebiet auch zu sichern. Ist ein sehr, sehr großes Gebiet, ehrlicherweise. Eichenau. Das ist alles ein bisschen kompakter, ehrlicherweise. Was haben wir da? Bärentiere, Lehm, Eisen. Bärentiere, Stein, Eisen, Lehm. Das sind insgesamt 5. Das sind auch 5. Das sind dieselben Vorkommen. Ein üppiges Eisenvorkommen. Das ist natürlich stark. Ich würde vielleicht eher zu Eichenau tendieren. Aber dafür würde ich jetzt gerne nochmal... Wo sind wir denn? Hier sind wir. Gerne nochmal im nächsten Monat. Ich mache mal einen Tick schneller. Nochmal unser Gefolge aufstocken. Um dann... dorthin marschieren zu können. Ich möchte ungern jetzt wieder Leute aus dem Dorf abziehen.
Meine Besteuerung ist schon wieder bei minus 2, das nimmt ab, das ist in Ordnung. Wir sind bei 74%. So, trotzdem nochmal ein Blick auf die Karte. Ja, die marschieren schon, ne? Ich will nicht, dass die das Banditenlager ausnehmen. Man weiß auch nicht wirklich, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Ich würde auch gerne den Einfluss haben. Vielleicht können wir das ja mal mit dem 10 probieren. Wenn wir jetzt sagen, hier der 10. Gehen wir erstmal auf 5%. Die Kirche erhält einen Anteil der überschüssigen Nahrung und steigert im Gegenzug euren Einfluss. Vielleicht ist auch das eine Möglichkeit. Probieren wir das mal aus, ob sich hier was ändert von unseren 570 zum Monatswechsel. So, kleiner Blick auf die Steine. 4 noch. Na gut, okay. Aha, und wir haben jetzt ein paar Schuhe. Sehr schön. Wir treiben die jetzt auch. Ja, er handelt. Ja, okay. Das heißt, die verkaufen ihre Schuhe dann hier auch entsprechend schon selbst. Können wir sie sehen? Nee, außer dass ordentlich was los ist am Markt, können wir da nichts sehen. Ja, und jetzt habe ich aber schon Sorge. Ja, die marschieren doch zu den Banditen, ne? Jetzt habe ich die Sorge, dass die zuerst da sind. Was ist denn der Monatswechsel? Na, mit unserem neuen Mann. Das ist mir ein kleines bisschen zu riskant. Und ich möchte eigentlich auch niemanden verlieren. Ah, hier ist eine Gerberei. Sind auf immer wieder heute geliefert. Auch sehr schön. Wenn man auf etwas wartet, dann zieht es sich natürlich auch irgendwie. Oh ja, und hier wird jetzt ausgesät. Das ist doch schön. Sehr gut. Und das geht auch relativ schnell voran. Das ist gut. Dann können wir hier unter Umständen, es dürfte sehr, sehr spät sein, aber fürs Pflügen reicht es ja vielleicht, fürs Pflügen und fürs Aussehen, das Weizenfeld daneben anstellen. Aber erst, wenn die hier fertig sind. Wobei auf der anderen Seite, wir können sie auch priorisieren, nicht wahr? So sagen, das Feld hat hier hohe Priorität. Ist das beim... Nee, Landwirtschaft natürlich, logisch. Hier nochmal ein entsprechendes Feld. So, relativ lang. Oh, ein kleinen Tick größer. 1,3 morgen. 1,2, so. Wir hätten doch auch noch das Thema Flachs. Flachs wäre da hinten besser. Weizen. Gerste. Ja, Gerste ist ja auch nicht so gut. Dann planen wir das so. Sagen hier niedrig. Mal gucken, ob hier noch was mit Weizen funktioniert. Und dann machen wir Weizen, Gerste, Brache. Aber das hat hier erstmal Vorrang. Ja, und es wächst sogar ein bisschen. Das heißt, minimal sollten wir da auch etwas ernten. Sehr schön. So, und wir haben immer noch den Mai. Und ich fürchte, damit hat das Ganze zu lange gedauert. Ja, die sind ja schon da. Die Maschine hier schon. Das ist ärgerlich.
Naja, wir schauen mal, ob wir auf ausreichend Einfluss kommen, um Eichenau zu beanspruchen. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass man immer, wenn Banditen auftauchen, er die vielleicht bekämpft und somit auch an Einfluss und so weiter gewinnt. Und dann auch nur dann, wenn er wieder genug zusammen hat, Gebiete hier beanspruchen kann. Das ist natürlich auch möglich. Das heißt, es wäre wichtig eigentlich, die Banditenlager hier ihnen vor der Nase wegzuschnappen. Bei diesem, wie gesagt, fürchte ich, dass wir es nicht mehr schaffen werden. So, zwei Steine noch. Dürfte dann bald fertig sein. Das funktioniert recht schnell und jetzt haben wir den Monatswechsel. Sehr schön. Dann haben wir hier 101. Perfekt. Das ist doch wunderbar. Wir sind auch über 50% geblieben, wenn auch knapp. Ja, und unser Einfluss hat sich auch erhöht. Minimal. Wir sehen aber, dass wir viel Fleisch abgegeben haben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay, aber ich würde sagen, dann belassen wir das mal dabei. Vielleicht machen wir mal 4%. Und die Steuern setzen wir jetzt wieder runter. Und unser Gefolge werden wir jetzt nochmal anpassen. Mit zwei weiteren Männern. Mit Bartholms trägt stets eine Flasche Wein oder Bier bei sich. Und mit Veit behauptet einst ein Wunder vollbracht zu haben. Sehr schön. Gut. Ja, damit sind wir jetzt bei 11 Mann. Damit hätte ich mich auf jeden Fall jetzt gegen diese Banditen getraut. Ach, wer weiß, wir probieren mal unser Glück. Wir nehmen unser Gefolge, sagen, die sollen sich jetzt hier schleunig sammeln. Da kommen sie angelaufen. Sagen wir mal, nicht zur Stellung laufen. Ich meine, wir haben ja dem anderen keinen Krieg erklärt oder dergleichen. Ah, die laufen nämlich jetzt schon darunter. Wenn die erst kämpfen. Wir sagen mal, sie sollen laufen und sie sollen hier hinlaufen. Wenn die jetzt abfangen und kämpfen, die kämpfen nicht lange. Och nö, und die Familie ist in die Schusterwerkstatt gezogen. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, dann wird jetzt da mehr gearbeitet, aber dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir in der Familie abziehen können, damit wir jetzt mal auch mit unseren Bauarbeiten weiterkommen. Vielleicht bei den Steinen, wenn der letzte Stein abgebaut ist, dann wird die zwischenzeitlich mal eine Familie zum Bauen. Und dann kümmern sie sich danach um das Lehmvorkommen. So, die laufen jetzt. Es ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein Wettlauf. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Also die dürften ja überhaupt kein Problem sein. Wir können uns das mal anschauen, die Schlacht. Aber da dürften die überhaupt keine Chance haben. Jetzt stürmen sie hier an. Ja, beim Ansturm sind schon zwei gefallen, wenn ich es richtig sehe. Aber je länger die kämpfen, desto besser. Für uns die Chance, vielleicht hier das Lager zu mopsen. Laufen sie noch? Wo laufen sie denn? Ja, sie laufen. Sehr gut. Vielleicht können wir das schaffen. Wenn die sie länger beschäftigen. Oh, das sind immer noch 16, 15. Haltet durch. Wir sind jetzt mal. Wir sehen schon bei der Fahne, ich glaube, das ist die Moral. Die geht immer weiter runter. Oh, da kommen jetzt die nächsten angestürmt. Ah, damit dürften die leider wahrscheinlich jetzt. Ja, genau. Die sind aufgerieben und fliehen. Und die marschieren jetzt zu dem Lager. Wir kommen da und ich fürchte. Laufen die jetzt auch? Ah, nee, gut, die laufen halt einfach schneller. Ja, wir schaffen das nicht. Ach, Mist.
Ah, nee, die werden das hier leider vorher ausgenommen haben. Ja, jetzt ist es schon passiert. Ärgerlich. Gut, das heißt, wir werden unsere Jungs nehmen und zurückmarschieren, bevor da jetzt noch irgendwie was passiert. Jetzt können wir aber gehen. Okay, das hat leider nicht geklappt. Dann bringen wir sie zurück. Und werden sie dann entsprechend auflösen. So, Frage Feldstein. Es ist noch einer. Okay. Ja, bei der Gerberei ist halt auch immer nur bedingt was zu tun. Aber die machen eben. Oh, schaut mal, 13 Schuhe. Oder für gar kein Leder mehr. Ah, das ist natürlich auch nicht gut, ne? Das ist natürlich auch nicht gut, weil dann hier natürlich auch Leder fehlt, welches wir verkaufen. Also die Schusterwerkstatt, die sind jetzt ziemlich schnell mit ihren Schuhen. Naja. Das heißt, wir müssten eigentlich auch wieder eine Familie dann ins Jägerlager senden. Der Schusterwerkstatt fehlt jetzt Brennstoff. Es geht dann auch die Zufriedenheit zurück. Es gibt so viel zu tun, das ist unglaublich. So, jetzt fangen sie hier an zu pflügen, das ist doch gut. Und hier wächst die Gerste. Und auch das ist schön. Das heißt aber, dass wir uns auch um eine Melzerei kümmern müssen. Und wir müssen irgendjemanden zu einem Bierbrauer machen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo würde eine Melzerei hinpassen? Fände es ja ganz passend, wenn die irgendwie hier mit stehen könnte. Möglicherweise. Wenn wir vielleicht diese Wege nochmal anders machen. War es länger nicht mehr gemacht. So ging's, okay. Dann schauen wir mal die Melzerei. So würde sie hier hinpassen. So gerade. Ja, aber wenn wir jetzt noch diesen Weg auch wegnehmen. Und der könnte eigentlich auch nochmal anders gestaltet werden im Zweifel. Was? Nein, stopp. Fresh meat. Get your fresh meat here. No finer cuts in all the land. Ich sage, wenn wir die Melzerei so hinstellen, dann sollten wir doch die Wege da durchkriegen, oder? Wenn wir das jetzt so planen, dann können wir eine Straße nochmal hier lang ziehen. Das funktioniert. Ah, wir kommen hier hinten nochmal wieder durch. Das ist doch auch schön. Und können uns hier auch wieder anschließen. Ja, das ist doch in Ordnung. Sehr gut. Sind unsere Männer schon wieder da? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber sie sind auf eigenem Gebiet. Das heißt, wir könnten sie auch hier auflösen. Naja, wobei, die sind ja gleich wieder da. So, wo war unser Steinvorkommen? Das können wir es nicht mehr sehen, wahrscheinlich, weil es aufgebraucht ist. Ha, ja, die Steine sind weg. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt hier eine Familie raus, dass die bauen kann. Die Steine sind abgearbeitet. Und wir schauen mal, wenn das Steinmetzlager leer ist, dann kümmern wir uns da um was anderes. Das heißt, die Familie kann jetzt hier den Brennofen bauen und die Melzerei bauen. Und dann würde ich sagen, Bauholz, ja, haben wir auch 23 im Moment. Bretter 15.
Vielleicht brauchen wir auch keine Holzfäller gerade. Das heißt, die könnten sich nochmal worum kümmern. Ja, vielleicht Stichwort heute. Fleisch nur noch 20. Was macht das Tiervorkommen? Sind wir da bei 27? Dann machen wir die zu Jägern. Und ich würde sagen, dann sollten wir auch die letzten Hofstätten hier nochmal aufwerten auf die Stufe 2. Das bringt uns ja auch ein bisschen Geld. Don't be shy, good sirs and ladies. Bedürfnisse nicht erfüllt. Das ginge jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Das ist ja unangenehm. Gut, dann machen wir erstmal die Wohnraumerweiterung hier. Wie sieht es denn aus bei uns im Speicher? Es ist eigentlich alles da. Dann kommen die im Moment aber nicht hinterher, die Sachen auf den Markt zu bringen. Das heißt, dass wir perspektivisch eigentlich auch schon wieder eine Familie im Speicher brauchen. Und vielleicht auch nochmal eine Familie mit Hühnchen, oder? Was arbeitet ihr denn? Ihr seid die Händler, ne? Ja, kommt, die Händler, die warten jetzt sowieso. Die bekommen jetzt nochmal einen Hühnerstall. Hier können wir nicht erweitern. Hier würde ich gerne dann irgendwann so etwas wie den Bierbrauer oder so etwas errichten. Hier können wir auch nichts erweitern. Hier sind schon die Ziegen. Hier ist der Schuster. Hier wird gerade gebaut. Jetzt können wir es ausbauen. Okay, jetzt haben sie das hier wieder befriedigen können. Dann sind die beiden im Bau und alles andere, die ist auch im Bau. Hier sind schon zwei Familien. Das ist auch nur Stufe 1. Ja, dann machen wir hier auch noch Stufe 2. Man sieht es ja eigentlich ganz gut an den Dächern. Also hier wird jetzt gebaut, hier wird gebaut, hier wird gebaut und hier hinten wird gebaut. Okay, plus nochmal ein weiterer Hühnerhaufen sozusagen. Vielleicht wären dann Hühner auch hier nochmal eine Möglichkeit. Wir werden sehen. Gut, wir befinden uns im Juni, sehen wir schon Gerste. Ja, sieht nicht so gut aus, was der Ertrag angeht. Ah, natürlich auch jetzt super spät. Mal schauen, ob wir da überhaupt noch was erreichen können. Oh, so, unsere Männer sind wieder da. Dann können wir sie auflösen. Sehr gut. Ja, sie besprechen noch ihren Feldzug, dass sie nicht schnell genug waren. Ja, vielleicht diskutieren sie noch, wer jetzt dem Herrn die Nachricht hier überbringen muss, dem Lord, dass sie nicht schnell genug waren und ja, leider nicht erfolgreich. Nun gut. Ja, Beeren haben wir jede Menge. Jetzt haben wir auch 13 Schuhe. Da wird natürlich jetzt auch nicht gearbeitet, weil wir wahrscheinlich kein Leder haben, würde ich mal vermuten. Ja, Leder ist gerade wieder so ein bisschen Mangelware. Das heißt, wir können eigentlich beim Leder, da wissen wir, das wird nicht mehr funktionieren. Wir können beim Handel schon mal sagen, den Handel von Leder können wir einstellen. Und bei Gebrauchsgütern dafür, boah, es ist teuer für Schuhe. Aber es lohnt sich dann wahrscheinlich schon, ne? Ah, jetzt schaut mal, jetzt haben wir da auch Kräuter. Sehr schön.
13 Schuhe, 6 Kräuter. Ich war gerade verwundert, wie wir auf 19 kamen, wenn wir nur 13 Schuhe haben. Und das Lager ist voll. Oh, das müssen wir uns auch gleich anschauen. Erstmal machen wir jetzt hier die Schuhe, auch wenn das teuer ist, aber das geben wir jetzt aus. Handelsroute einrichten, dann sagen wir Schuhe Export und zwar alles, was wir 15 wollen wir als Überschuss haben. Okay, so, jetzt ist... Oh wow, unser Lager tatsächlich voll. Ja, dann wollen wir auch das vergrößern zu einem großen Lagerhaus. Damit haben wir dann auch unser Bauholz schon wieder erschöpft und unsere Bretter. Ja. Wir haben jetzt auch erstmal einiges an Baustellen beauftragt. Jetzt hier irgendwo schon wieder die Zufriedenheit nicht ganz. Gut, ja, ich glaube, es ist immer nur temporär, weil die hier beim Markt nicht hinterherkommen. Wir brauchen einfach mehr Unterstützung und mehr Familien. Gut, aber darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Wir haben hier einiges weiteres in die Wege geleitet. Die Ziegelbrennerei wird gebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass alle Hofstätten auf Stufe 2 kommen. Wir haben schon mal eine Melzerei geplant, damit es dann vielleicht nach der Ernte auch Bier geben kann. Ja, als nächstes werden wir uns dann um Ziegel kümmern und dann auch die Kirche in den Angriff nehmen. Unsere schöne, oder dann hoffentlich schöne Steinkirche. Gut, dazu dann aber mehr in der nächsten Folge. Also bis dahin macht es gut, euer Henri.